Nice, wieder mit Fehlermeldungssound. Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Most Wanted 2012. Leider. Wir machen die letzten drei Rennen. Mit dem Dreckskarren hier. Ich weiß schon gar nicht, wie er heißt. War es ein Bentley? Könnte ein Bentley gewesen sein, keine Ahnung. Mugge. Mugge. Nice. Hört ihr eh wieder nicht. Während des Rennens, wegen ausgeglichener Lautstärke. Dieses Auto fährt so beschissen. Habe ich echt nicht vermisst. Habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich glaube sogar eine relativ lange Zeit. Habe jetzt nur noch zwei oder drei Tage im Voraus, was aktuell echt... Klar ist der kaputt. Was aktuell echt wenig ist für mich, weil Witcher habe ich irgendwie über zwei Wochen im Voraus gehabt. Aktuell nicht mehr. Starten das mal neu. Ich weiß gar nicht, wie viel Witcher ich aktuell noch im Voraus habe. Ich könnte nachgucken. Aber nicht jetzt. Jetzt fahren wir erstmal das Rennen. Ich war der Meinung, wir hatten das hier schon gemacht. Aber offensichtlich ja nicht. Naja, egal. Wir hämmern hier jetzt auf jeden Fall erstmal mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt von... Ja. Ich hatte es mir mal durchgelesen, in welcher Innenstadt wir hier sein sollen. Ich hab's aber auch wieder vergessen. So wichtig war es auch nicht. Kennt man ja, ne? ...2,75 und er klebt einfach an, als ob es nichts wäre. Und da kommen die Bullen wieder dazu, die kommen hier übrigens immer dazu. Könnte es sein, dass wir tatsächlich das letzte Mal mit einem anderen Auto das hier noch gefahren sind. Wir können ihn natürlich auch im Rennen nicht abhängen, weil gutes Spiel. Ich habe gerade übrigens überhaupt nicht auf den Verkehr geachtet. Und habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich war gerade... Was war das denn? Komplett was anderes am gucken. Muss ich early sein. Ja, nee, Spurwechsel gibt's ja nicht. Junge, hat dieses Auto lange Nitro, ey. Hallo! Alter, ey. Da wollte das Auto aber gerade wissen, mit nicht bremsen und so. Danke, dass du mich rammst. Schade, ich hatte gehofft, dass er da voll gegen die Dingens crasht. Gegen die Wand. Das wäre sehr unterhaltsam gewesen. Ha! Ich bleibe bei der Steuerung, ist komplett für den Sack. Über das Spiel hatte ich neulich schon geredet, ne? Über hier das andere Spiel, was nicht Need for Speed ist, sondern das andere halt. Von dem ich gerade nicht weiß, wie es heißt. Das, was nur für PlayStation gibt, das mache ich nicht. Weil, fucking, das gibt's nur für PlayStation. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. War auf jeden Fall ein Kommentar. Und ich meine, ich habe es kommentiert. Müsste. Wir sind übrigens Platz 2 geworden irgendwann, habe ich auch nicht mitgekriegt. Energieschub Nitro, nö. Prallschutz, nö. Ja, ist besser als nichts, aber nö. Das ist auch besser so für mich. Wir machen jetzt Gravity. Ich glaube, Gravity war auch zum Kotzen. Sehe ich das richtig? Aber es gibt eine Aero-Karosse dafür. Immerhin mal was. Ah, das ist Tempojagd. Durchschnittsgeschwindigkeit. Auf schwer. Okay, wie schnell müssen wir sein? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ja, kennen wir schon. Ah, das ist die Tempojagd. Ich weiß sogar legit, welche das ist. Okay. Da muss ich knapp dagegen gefahren sein, weil wir sind nicht gecrashed.
201 muss ich fahren. 214 haben wir letztes Mal gemacht, Alter. Okay, bisschen. Wieso hat das Video gerade geleckt? Ich habe nur einen Frame gesehen, wo es geleckt hat. Bitte jetzt nicht durchgehend laggen. Spiel. Alter, selbst das war ja. Selbst das war ja eben über. Wieso laggt die Aufnahme jetzt die ganze Zeit? Ich habe nichts offen. Ich kann da schlecht darauf achten in Rennspielen, muss ich ehrlich zugeben, weil. Ich fahre halt ein fucking Rennen. Da kann ich jetzt schlecht die ganze Zeit gucken, ob es laggt. Ich hoffe einfach nein. Habe ich Ton? Ja, okay. Das könnte ich sogar legit noch schaffen, ne? Okay, oder auch nicht. Gut, aber das sollten wir jetzt schaffen, denke ich. Ist ja zum Glück ein recht kurzes Rennen. Und relativ einfach, muss ich zugeben. Also außer, dass die Autos halt fahren wie ein Haufen Schmutz mit Dreck. Also ich habe ja auch zwischendurch Lags in dem Spiel, aber... Okay, oder du fährst halt überhaupt nicht dahin, wo ich will. Ich sitze jetzt nochmal verkacke, dann mache ich es ohne euch. Ach Gott, ey. Ich bin jetzt viermal relativ simultan da durchgefahren. Ich bin viermal anders da durchgekommen. Das erste Mal gar nicht, das zweite und das dritte Mal relativ gut, das vierte Mal sogar gecrashed. So, jetzt wieder alles cool mit der Lenkung. What the actual fuck, Alter. Wundere mich immer, dass die Karre so schnell so langsam wird. Ich meine, die Karre ist echt schnell unter 200, ne? Manchmal braucht die extrem lange wieder auf 200 und manchmal bist du halt so innerhalb von einer halben Sekunde wieder da. Wir werden auf jeden Fall nicht schneller als eben, aber hey, 210, entspannt. Gut. Kann man besser machen, denke ich. Aber muss ja nicht, ne? Gutes Pferd und so. Was? Reifenreparatur? Nein. Nein, noch kein... Ja. Da konnte ich halt literally nichts machen. Ja, komm, lass mich bitte endlich. Danke. Das ist auch teilweise so lange dauert, Alter. Nein! Na, was? Meilenstein? Wie bin ich jetzt auf Meilenstein gekommen? Hä? Das habe ich nicht verstanden. Gut. Einfaches Rennen. Oder einfach nur ein Rennen, so. Einfaches Rennen ist wahrscheinlich zu viel gesagt. 6,4 Kilometer. Distanzrennen, okay. Also ein Sprintrennen, wenn man es so sehen will. Ein 918 Spider fährt gegen so eine Bentley-Butze. Ich glaube, der 918 Spider würde kurz laut lachen und dann einfach wegfahren. Was hat so eine Bentley-Butze hier? Also sind das wirklich krasse Autos? Ich kenne. Und auch ein GTR, Alter. Ein GTR ist ein wirklich krasses Auto. So eine Bentley-Butze ist doch nicht zügig, oder? Also auf der Strecke jetzt. Das ist doch eher so ein Luxus. Ich chill mein Leben und fahre wie mit einem, fast mit einem Rolls-Royce-Ding, oder? Ich finde es übrigens auch unglaublich hässlich. Genauso wie ein Rolls-Royce.
gut. Driften wollte er gar nicht. Auch immer cool, wenn die Autos überhaupt nicht driften wollen. Ich muss sagen, so landschaftlich war The Run schon cooler. Das hier ist halt einfach nur wieder, ja, irgendein generisches amerikanisches Gebiet mit ein bisschen Fels und Straßen. Und zwischendurch mal urbaner Bebauung. So, The Run hatte sehr viel Abwechslung in der Landschaft. Da gab es zwar auch so eine Strecken hier, aber halt auch Schnee, Geröll, bisschen Prärie, alles. Was zum Teufel war das gerade auf der Karte? Ja, weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie cool. Ansonsten war The Run auch komplett zum Kotzen. Ja, gut. Zum Glück muss man dieses Auto nie wieder fahren. Bin ich sehr froh drum. Und ich würde sagen, weil uns noch so viele fehlen. Warte mal, der letzte Part hieß, wir fahren gegen die 4 der Most Wanted, aber wir haben die 4 gar nicht gefahren, oder? Frage für einen Freund, aber ich meine, wir haben nur den Lambo gefahren. Das ist die Nummer 5. Das hat gerade auch bei mir geleckt. Gucken wir nochmal kurz nach. Doch, wir haben gegen die 4 gefahren. Ach, weil wir jetzt gerade mit drin sind. Okay. Gut. Das wollte ich nicht. Aber das passt ganz gut. Kurze Unterbrechung. So. Da bin ich auch wieder. B auf, B ab. Nee. Wir wechseln jetzt das Auto. Nachdem ich die Scheiße hier durchgegangen bin, weil ich das nervt. So, Wagen. Wir sind gerade bei Bentley und es gab zum Glück nur den. Okay, es ist nicht das andere, was ich gedacht habe, aber es ist ein Bentley gewesen. Wir fahren jetzt einen M3. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es nur einen BMW im Spiel gibt. Also wirklich nicht. Alter Schwede. M3 ist ein E90, glaube ich. Müsste Freddys Generation gewesen sein, also Freddys alte Generation, E90. Oder? Ja, bestimmt ist das ein E90. Ja, hört sich beschissen an, okay. Gut, kennen wir schon. Kennen wir noch nicht, 4,1 Kilometer. Kennen wir auch noch nicht. 1,7. Fahren wir da doch mal hin. Ah, schön schwarzes Dach. Muss ich sagen, gefällt mir nicht. Weiß nicht, ich finde schwarz. Alter, okay. Jetzt schwarzes Dach schon cooler. Aber immer noch nicht so richtig cool. Kohlefaser, das wäre cool bei dem Auto. Hallo, Herr Polizei. Stört ihn eigentlich, dass ich über Rot fahre? Nein, okay, nice. Ich habe das Auto da gehört, aber das hatten wir ja zum Glück schon. Kann man Flammen erzeugen? Also wie in GTA, sehr bewusst? Nein. Okay. Ich sollte vielleicht nicht im Gegenverkehr fahren. Lass mich raten, das ist ein Filmauto. Natürlich ist das ein Filmauto. Müsste ein Bondwagen sein. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Cannonball Run. Erinnert mich an den E-Cannonball. Das ist so ein Elektroauto-Event, glaube ich. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Hab das nur mal gelesen. Gesehen habe ich es nicht. Okay, wir fahren an dem Gebäude nach oben. Wäre das noch interessanter? Scheinbar nicht. Okay, cool. Ach scheiße, man sollte immer jetzt das erste Rennen machen, damit man Nitro hat, ne? Habe ich wieder vergessen, Entschuldigung.
Wahrscheinlich schaffen wir das jetzt hier nicht, weil kein Nitro. Das sagt Klaus. Das war, glaube ich, auch Klaus. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der alte Mustang wirklich eine Chance gegen einen etwas älteren M3 hätte. Weil der Mustang war wirklich nicht... Alter! Können Sie das lassen? Das war eng. Gutes Spiel. Cops hängen natürlich nur mir am Arsch. Leck, 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 leck. Ich dachte, weil du das möchtest, parken wir jetzt hier erstmal. Klar. Also, jetzt mal no shit. Ich hätte das ja sogar wahrscheinlich geschafft, wenn die Bullen nicht da gewesen wären. Aber die machen mir halt einfach gerade alles kaputt. Vor allem, warum zum Fick bin ich irgendwie Stufe 4? Also jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja quasi nichts gemacht. Ich bin sogar noch Zweiter geworden, Alter. What the fuck? Gut. Das war ein mittleres Rennen. Ja, ja. Hat sich auf jeden Fall so angefühlt, als ob das ein mittleres Rennen gewesen wäre. Und es gab dafür nicht mal was. Geil. Ich habe übrigens ab dem Zeitpunkt, wo ich lenken konnte, gelenkt. Nein. So. Was ein Scheißspiel, ey. Also gerade ganz ehrlich, ohne Bullen, Erster. Safe. Ja, ja, kennen wir schon. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier erstmal Nitro holen. Klar, wir fahren ihm vorne auf die Achse quasi und er bewegt sich keinen Millimeter. Ich glaube auch. Und vor allem, wir haben ja scheinbar nicht immer mit dem... Ich dachte, es liegt an dem Auto, dass wir einfach Code 4 waren. Oder Stufe 4. Aber nein, es scheint... Oder Stufe 6. Hallo. Kann sogar sein, dass wir sogar Stufe 5 waren, ne? Auf jeden Fall dachte ich, es liegt am Auto, dass wir so eine hohe Fahndungsstufe haben. Aber nein. Das Spiel entscheidet sehr willkürlich, welche Fahndungsstufe man bekommt. Oder beziehungsweise das Spiel entscheidet das wahrscheinlich nicht, sondern das sind vorprogrammierte Sachen. Okay, dann bremst du halt nicht so doll, wie ich wollte. Diese Mischung zwischen, ich bremse so viel, dass ich abbiegen kann, aber so wenig, dass ich nicht parke, ist manchmal echt schwer zu finden. Also ich verstehe auch nicht so ganz genau, warum man das so gemacht hat. Aber scheinbar hat sich irgendwer gedacht, das ist eine gute Idee. Guck mal, jetzt kommen zum Beispiel die anderen überhaupt nicht hinterher. Und die Bullen sind auch nicht so fucking nervig. Und das war echt knapp, muss ich zugeben. Nice, 1:33:15. Leider ein bisschen langsamer. Aber Mai, gönn mal Nitrobrenner jetzt. Und nicht Geländereifen. Nein, ach! Versehentlich angewendet. Da fahren wir halt mal Geländereifen. Darf ich jetzt? Danke. Okay, ist gerade echt weit weg. Machen wir einfach was anderes. Nice, das Rennen noch. Dann sind wir Nummer 1. Habe ich das gerade richtig gesehen? Let's go. 4C mit dem Rennen, das ist ein unfaires Rennen. 4C hat nie im Leben die Endgeschwindigkeit. Ich meine, der 4C hat schon nicht die Endgeschwindigkeit vom E46 M3.
Beschleunigung ist ja deutlich besser. Das weiß ich aus erster Hand, aber... Ich glaube, Endgeschwindigkeit hat die Kiste keine Chance. Serie. Wundert mich, dass dieses Mal kein 8C dabei ist. Der war in relativ vielen Need for Speed jetzt dabei. Also wundert mich überhaupt, dass Alphas dabei sind. Bin ich ja early. Klassischer Rundkurs hier wieder. Kennen wir auch überhaupt nicht die Strecke. Meine Güte. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Okay, gut. Ich lenke ja auch überhaupt nicht. Was natürlich auch heißt, dass ich ein bisschen Witcher noch aufnehmen kann. Wo ich schon ein bisschen hyped drauf bin, obwohl ich jetzt irgendwie immer noch relativ viel Witcher habe. Geile Farbe. Aber Witcher aufnehmen ist halt... Aktuell macht mir das Spiel noch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Muss ich ja zugeben. Aber ich bin auch gerade erst im Sumpf angekommen. Ich glaube, ab dem Sumpf fand ich das Spiel letztes Mal richtig zum Kotzen. Aber ich glaube, ich habe letztes Mal einfach sehr, sehr, sehr schlecht gespielt. Muss ich ja mal soweit ehrlich zugeben. Dass ich letztes Mal echt nicht so gut war in Witcher. Ich glaube, dieses Mal bin ich deutlich besser. Ich bin einmal jetzt gestorben. Und auch nur, weil ich nicht aufgepasst habe und sehr riskant ohne Tränke in irgendwas reingegangen bin, glaube ich. Hallo! So weit wollte ich gar nicht. Manchmal lenkt das Ding einfach so hart und manchmal gar nicht. Da muss ich zum Beispiel jetzt wieder relativ hart bremsen, damit er ein bisschen lenkt. Eben habe ich gar nicht mehr so doll gebremst und dann lenkt er normalerweise gar nicht. Der hat aber richtig krass gelenkt. Hier muss ich auch relativ dolle bremsen, um in so einen schönen Drift zu kommen. So. Continental Drift heißt das Rennen ja auch. Mei. Und wir sind Nummer 1. Ohne gegen die Nummer 3 gekämpft zu haben. Nein, ohne gegen die Nummer 4, die aktuelle, gekämpft zu haben. Ja, wir machen mal ein neues Getriebe rein und auch... Ne, das Chassis kann mich mal am Arsch lecken. So. Darf ich jetzt... Bitte... Bitte... Danke. Rennen! Fast Track. 4,6 Kilometer, okay. Dann fahren wir was anderes erstmal. Nein, fahren wir nicht, wir haben den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.